AG Leitstellenplanung hat sich dieses Themas angenommen und gesagt, welche Auswirkungen hat denn das eigentlich auf unsere Leitstellen? Wir lesen in der Presse durchaus entsprechende Dinge, dass Social Media auch polizeilich genutzt werden, aber das ist im Moment gerade noch eine Offline-Geschichte, das heißt, man guckt drauf, was dort passiert, aber wenn wir das richtig nutzen wollen, muss man die Frage stellen, hat das Einfluss auf unsere Leitstelle? Herr Lager, das klären Sie uns auf. Okay, vielen Dank, Herr Scholz, für die Einführung. Ich danke Ihnen, dass Sie um diese Zeit noch so zahlreich hier sind. Ja, es ist ja kritisch, aber immerhin, wir haben Glück, bereits um drei. Lagebildverbesserung durch Social Media. Das Bild ist ein bisschen provokativ. Sie sehen vielleicht hier Facebook, YouTube. Das werden wir nicht machen. Davon kann ich Sie beruhigen. Wir werden also nicht am Arbeitsplatz hier jetzt Facebook haben oder YouTube. Aber interessant ist, wie kann man Social Media einbinden in unsere Leitstellenprozesse? Ganz kurz zu uns, zur AG Leitstellenplanung, damit Sie wissen, wer wir sind, wo wir herkommen, was wir tun, weil es gibt zwei entscheidende Punkte, die wir im Vorfeld dieses Vortrages erstmal hier klären müssen an der Stelle. Das eine ist, wir als DIE-Projekt sind eigentlich ein IT-Planungs- und Beratungsbüro. Wir kommen also aus der IT-Schiene, klassische IT-Netze, Telekommunikationssysteme, Callcenter und so weiter. Als AG Leitstellenplanung, 2007 gegründet, unter dem Aspekt Einführung Digitalfunk in Deutschland, Unterstützung der BOS im Bereich Leitstellen, Erneuerung, Redesign und so weiter. Verbund von mehreren Firmen, ist also immer projektspezifisch. Wir greifen dabei auf einen Pool von 80 bis 100 Mitarbeitern zurück in dem Zusammenhang. Das sind unsere aktuellen Referenzen in dem Umfeld. Alles, was mit Digitalfunk, mit Leitstellen zu tun hat. Und wir, kurzer Hinweis dazu, den zwei Vorträge zuvor. Im Freistaat Thüringen ist vor circa einem Monat der erste Digitalfunkstecker beauftragt worden. Also das ist wirklich noch vor Nordrhein-Westfalen das erste Land, was den Digitalfunkstecker beauftragt hat. Das nur am Rande. Was wir machen, ist wirklich reine Beratung, reine Planung in dem Zusammenhang, alles was mit dem Thema Ausschreibung, Vergabe, Projektmanagement im Rollout betrifft. Wir machen eben nicht nur Leitstellen, aber auch, Sie bekommen ja ohnehin die Folien, deswegen rase ich hier jetzt mal schnell drüber, so viel Zeit haben wir leider nicht. Ja, also alles, was mit Leitstellen, aber immer unter dem IT-Aspekt. Das Gleiche betrifft das Thema Sprache und Datennetze. Ja, dort liegen unsere Stärken, dort kommen wir her. Wenn man sich das Ganze mal dann den Konstrukt anschaut, als AGE, als Arbeitsgemeinschaft, dann sehen wir das. Wir haben also dort Partnerfirmen und eigene Kompetenzen in Technologien, die in anderen Branchen genauso benötigt werden. Das Thema Architektur, das Thema alles, was Klimatisierung, Heizung, Lüftung, Sanitärtechnik betrifft, Elektrotechnik, Gebäudeautomation. Hier haben wir den Schwerpunkt, das ist also unsere IT-TK im Zusammenhang mit Rechenzentren, mit Konferenztechnik. Das sind also Technologien, die gibt es in anderen Branchen schon ganz, ganz lange. Ja? Und wir bündeln das Ganze im Zusammenhang, um damit Leitstellen auf den wirklich aktuellen Stand zu bringen. Das ist der eine Fakt, den ich Ihnen heute mitgeben wollte, warum wir darauf kommen, nämlich die Planung aus IT-Sicht. Wir gehen also aus IT-Sicht an das Thema ran. Ja, also eine IT-Infrastruktur mit vorhandenen Systemen, wo wir das Thema der Leitstellenapplikation dort mit einbinden und darüber hinaus die gesamte Gebäudeautomation. Der zweite Fakt in dem Zusammenhang, halt, bevor ich dazu komme, eine ganz wichtige Sache, eine Abgrenzung. Es ging letztens auch mal wieder durch die Medien, das Landeskriminalamt Niedersachsen nutzt Facebook zur Fahndung. Das heißt, öffentlichkeitswirksam werden also Fahndungsinformationen in Social Media reingestellt, in der Hoffnung der Rückmeldung von der Bevölkerung zu diesen Fahndungsaufrufen. Davon reden wir hier nicht. Ne? Wir fahnden ja nicht in der Leitstelle, sondern wir wollen die Lage unterstützen. Wir wollen also Informationen sammeln von außen, um das Lagebild, um den Einsatz besser bearbeiten zu können. Das also ganz klar, völlig andere Spielwiese, völlig anderes Thema. Wir bewegen uns also in diesem Bereich. Wir wollen Ihnen das nachher mal ganz kurz live vorführen. Mal eine Frage an der Stelle. Haben wir jemanden aus Köln, aus einer Leitstelle in Köln? Tut nicht weh, nur einfach ja, nein. Da rechts. Da rechts, gut.
Haben wir jemanden aus Berlin? Super. Und vielleicht noch jemand aus München? Super. Okay. Der Christoph, Mitarbeiter von mir, Sie halten mal die Enten in der Hand, ja, damit wir sie dann finden. Wir kommen nachher mal dahin, wir testen mal mit Ihnen was. Für das, was wir Ihnen jetzt hier zeigen, sind ein paar Voraussetzungen notwendig. Die erste Voraussetzung ist, dass das Thema, also dieser Ansatz, den wir fahren, basiert auf drei wesentlichen Säulen. Das heißt, wir haben Systeme, die heute, also IT-Systeme, Leitstellen, die auf IT-Systemen basieren, die standardisiert sind, die auch in virtuellen Umgebungen sich bewegen, die also wirklich IT-lastig sind, sehr, sehr stark IT-lastig sind. Das ist dieses Architekturmodell, was wir auch mehrfach schon vorgestellt haben hier zum Leitstellenkongress, ja, die eigentliche Leitstelle in einem Rechenzentrum, ein x-beliebiges Netz, in der Regel ein IP-Netz, und der Zugriff sowohl von der Leitstelle aus auf diese Systeme, von mobilen Usern bis hin zu solchen Tablets und Smartphones. Immer unter dem Aspekt natürlich das Thema Sicherheit, ganz klar. Ja, und worum es hier uns heute geht, ist das Thema, wie bekommen wir noch mehr Informationen genau in dieses Rechenzentrum hinein. Der zweite wesentliche Fakt, und das ist nämlich die Frage, die wir uns heute wirklich mal echt stellen müssen, was haben wir heute für ein Jahr? Wir haben 2012. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Systeme heute am Markt existieren, ja, wie vor 30 Jahren. Und jetzt will ich Ihnen mal ein paar Fakten nennen aus dem Jahre 2012. Das ist die Anzahl in Prozent der Internetnutzer in Deutschland. Inzwischen im Jahre 2012, also das ist aus der Quelle D21-Initiative, sind wir inzwischen bei über 75%. Das heißt, 3/4 der Bevölkerung in Deutschland nutzt das Internet. Von denen wiederum, 74%, nutzen heute, im Jahre 2012, das ist die Quelle von Bitkom, ganz aktuell, Social Media. Das sind mal umgerechnet auf die Bevölkerungsanzahl ca. 45 Millionen. Das heißt, da draußen sind also 45 Millionen Menschen, die sowas nutzen. Ja? Von den Altersgruppen her, das ist also eine Zahl vom Statistischen Bundesamt vom letzten Jahr, 91% in diesem Alter. Diese Zahl verschiebt sich in den nächsten Jahren. Ja, weil die werden ja alle älter, also rutscht das rüber. Gucken wir uns mal diese einzelnen, mal die wesentlichen Kanäle dort an. Da wäre zum einen Facebook als der größte, 1 Milliarde Nutzer weltweit, davon 23,5 Millionen nur in Deutschland. Twitter, 500 Millionen weltweit, davon fast 1 Million in Deutschland. YouTube, 34 Millionen User weltweit, die laden zurzeit 10 Videos pro Sekunde hoch. Man hat also mal durchgerechnet, wenn ein Mensch alle Videos, die heute hochgeladen sind, gucken wollte, er brauchte 1800 Jahre dafür. Ja, schafft man also nicht. Das heißt, wir haben hier an der Stelle eine gigantische Informationsflut da draußen, also Informationen, die sind verfügbar, man muss sie nur noch abgreifen und nutzen. Zu guter Letzt, Google ein bisschen später gestartet, deswegen auch kleiner an der Stelle, was Google Plus betrifft, also 170 Millionen, 2,6 Millionen User in Deutschland. Wenn man das mal gegenüberstellt, sieht man ganz klar, es gibt also einen hohen Bereich im Bereich Facebook, YouTube, aber interessant, weil einfach zu bedienen und doch mobil, und jetzt kommt ein ganz wesentlicher Stichpunkt, zu bedienen ist das Thema Twitter. Diese Zahlen alleine für sich hingestellt nützen uns überhaupt nichts. Auch für die Leitstelle nicht, weil interessant ist ein anderer Aspekt, nämlich der. Das sind mal Verkaufszahlen der letzten Jahre zum Thema Smartphones. 2007 kam Apple mit dem iPhone raus und daraufhin haben ja viele Hersteller das nachgezogen. Und Sie sehen jetzt mal den Verlauf der Zahlen. Das heißt, im Jahre 2012 hat man prognostiziert 15 Millionen Smartphones in Deutschland verkauft. Die komplette Anzahl ist logischerweise die Addition dieser Werte. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt bei der ganzen Sache. Das heißt, die Anzahl der User, die mobil unterwegs ist und diese sozialen Medien nutzt, weil die sind vor Ort, die sind also unterwegs und die sind in der Lage, heute Informationen in diese Medien hineinzupushen. Das sind also, das ist jetzt eine weltweite Betrachtung, nur mal für Facebook als größten. Das heißt, 60% der Nutzer von Facebook nutzen heute Facebook mobil von ihrem Smartphone aus. Also nicht mehr von zu Hause vom PC, sondern vom Smartphone aus.
Wenn man sich das mal ansieht, also auch mal aus soziologischer Sicht, Facebook ist quasi Exhibitionismus 2.0. Die Leute sind draußen unterwegs und teilen der Welt mit, was sie gerade sehen um sich herum. Ob das sinnvoll ist oder nicht, ist völlig egal. Sie teilen es einfach mit, weil sie glauben, die anderen müssten es wissen. Interessant in dem Zusammenhang ist natürlich, kann eine Leitstelle, egal ob Feuerwehr, Rettungsdienst oder Polizei, diese Informationen in irgendeiner Form nutzen. Dazu würden wir ganz kurz in die Live-Demo gehen und wir würden mal mit Köln beginnen. Berlin. Ich schalte mal ganz kurz um an den Berliner Kollegen. Wo haben wir den? Kennen folgendes Szenario. Sie bekommen einen Anruf. Achso, sind Sie von der Feuerwehr oder von der Polizei? Polizei. Sie bekommen einen Anruf von einem Nicht-Berliner, der in eine Schlägerei verwickelt ist. Und der sagt Ihnen, weil er nicht Berliner ist, ich befinde mich im Salon zur Wilden Renate. Aha, müsst ihr mal wissen, wo die Wilde Renate ist. Genau, wie machen Sie das? Ich frage ihn. Er weiß es nicht, er ist Berliner, er ist noch mittendrin, er kommt nicht raus. Also er befindet sich in Berlin, davon gehen wir aus. Genau. Ich versuche die verschiedensten Möglichkeiten zu nutzen, die wir haben. Und wenn es nicht anders erforderlich oder kein zielführender Weg wäre, müsste ich eine Standortermittlung durchführen lassen, um tatsächlich zu wissen, wo er ist. Wir zeigen Ihnen mal ganz kurz mal live. Meine Kollegin Sarah gibt mal einen Salon zur Wilden Renate. Wir nutzen jetzt mal das Telefonbuch, das örtliche Telefonbuch. Gibt es ja auch in CD-Form, teilweise als elektronisches Telefonbuch, auch verfügbar in den meisten Leitstellen. So, der hat also mit dem Begriff Salon zur Wilden Renate keinen passenden Eintrag gefunden. Er liefert Ihnen jetzt hier eine Liste von verschiedenen Werten. Das heißt, jetzt kommt schon mal ein bisschen Zeitverzug hinzu. Wir machen jetzt mal Folgendes, wir schalten mal um auf Facebook und machen denselben Suchvorgang in Facebook. Und siehe da, die Wilde Renate, lassen wir es ruhig mal stehen, ist also ein Club in Berlin. Der befindet sich also hier, Altstrahlau. Und das ist eine Information, die Ihnen an dieser Stelle hilft, einfach die Standortbestimmung durchzuführen. Ja? Wir können das Ganze mal in Google machen, ganz kurz. Schalt mal um auf Google bitte. Ja, auch hier, selbst dort, Google liefert uns also auch hier sofort die Informationen. Wir brauchen nicht die Webseite sehen, die interessiert uns eigentlich gar nicht. Wir brauchen nicht die Facebook-Seite sehen. Was uns interessiert, sind diese Daten. Genau die. Mehr eigentlich nicht. Ich schalte mal kurz zurück, bevor ich da wieder weitergehe. Wie sind wir darauf gekommen? Vor einer Weile gab es eine Sendung bei Günther Jauch und das war die Frage, Berghain. Kennt Sie das Berghain? Ja, gut. Ja. Das ist also wirklich ein Club zum Feiern. Ja. Also das ist genau der Punkt. Ja. Es gibt also heute Informationen dort draußen in den Netzen, die wir gerne nutzen würden, wenn wir auf die Daten Zugriff hätten. Jetzt machen wir das Ganze mal für Köln. Bitte mal zum Kölner. Ich müsste jetzt bloß mal. So, in Köln, das Ding. Selbe Fall. Jetzt ruft einer an, auch wieder nicht Kölner. Er ist also im das Ding. Wissen Sie, wo das ist? Nein, aber eine Disco ist das. Wer weiß das? Eine Disco. Eine Disco, okay. Das ist schon mal gut. Also auch hier wieder im öffentlichen Telefonbuch nicht verfügbar. Wir schalten mal kurz auf Facebook, gucken uns das Ganze mal dort an. Da haben wir es. Ja, das passt schon nicht. Gucken wir mal weiter. Das ist, warten Sie mal, jetzt haben wir hier ein Problem, live. Er sucht noch. Es war zu weit, glaube ich. Aber 5 gefällt das. Okay, ja, okay. Sonst nehmen wir ruhig das E-Feld. Wir nehmen mal das E-Feld. Also wir haben wirklich jetzt im Vorfeld mal recherchiert, haben uns wirklich mal die Mühe gemacht, gibt es also wirklich Orte, die nicht im Telefonbuch stehen, aber gleichzeitig in sozialen Medien verfügbar sind. Weil das Interessante ist wirklich das, dass man wirklich rausbekommt, genau diesen Part. Ja? Diesen Part, wo befinden Sie sich, wie kann ich die erreichen? Ja? So, wir würden das Ganze nochmal für München machen. Dann nehmen wir mal den Jugger Club.
Wo ist der Münchner Kollege? Kennen Sie den? Nein, kenne ich nicht. Okay. Sugar Club. So, na, auch hier wird das gleiche Problem, während die Sarah das mal nebenbei noch parallel mal vorführt. Also Fakt ist eins, wir haben heute das Thema, das ist aber nur ein Part der ganzen Sache, dass wir also, wenn wir die Möglichkeit hätten, in der Leitstelle auf bestimmte Informationen zugreifen zu können, dass wir einfach schneller in der Einsatzsachbearbeitung durchgehen durch das ganze Ding. Okay, gut. Ja. Ich meine, das sind natürlich auch Lokationen, wo es nicht ganz ungewöhnlich ist, wenn es da mal einen Anruf gibt. Gehen wir mal zurück zum Vortrag wieder zurück. Danke, Sarah. Das war also ein Beispiel für das Thema Notrufentgegennahme, Unterstützung durch soziale Medien, einfach durch Informationspush an der Stelle. Ein anderes Thema im Bereich Katastrophenschutzstäbe, überhaupt Lagezentren, sind Katastrophen, wie zum Beispiel, wir haben uns jetzt mal als Beispiel den Hurricane Sandy rausgesucht. Wir haben dort aktuell 52.000 Tweets gefunden in Twitter. Wichtig für die Sache, wer nicht weiß, wie Twitter funktioniert, man schreibt nicht nur in Twitter eine kurze Nachricht, die ist so 160 Zeichen lang, sondern man versieht diese Nachricht mit sogenannten Hashtags. Diese Hashtags werden dadurch gekennzeichnet, dass man dort ein Doppelkreuz davor setzt. Das heißt, das sind genau die Begriffe, mit denen man nachträglich in diesen Tweets wieder suchen kann. Das heißt, wenn heute jemand etwas rauspostet über Twitter, sollte er möglichst so ein Hashtag verwenden, um dann genau das wieder finden zu können. Also wir haben wirklich nach dem Hashtag Hurricane Sandy gesucht und sind auf 52 Tweets gestoßen. Das gleiche bei YouTube, na, 49.000 Videos. Jetzt macht es natürlich keinen Sinn, solche Massen von Tweets oder Videos durchzuforsten. Und aus dem Grund sollte man also jetzt hier Filter oder irgendwas anderes einsetzen. Das ist das eine. Hier noch ein anderes Beispiel in dem Zusammenhang. Das ist also die FEMA. Das ist also die nationale Katastrophenschutzbehörde der USA, die im Zusammenhang natürlich auch mit solchen Katastrophen wie dem Hurricane dort in Aktion tritt. Die machen, wir haben uns das mal angeguckt, diese Seite, diese Facebook-Seite nicht zur Außendarstellung, also aus Richtung Öffentlichkeitsarbeit, sondern die kommunizieren echt damit. Weil das Thema Öffentlichkeitsarbeit hat mit der Leitstelle jetzt weniger zu tun, weil dafür gibt es spezielle Bereiche in den Abteilungen dort. Das heißt, Öffentlichkeitsarbeit ist ja nicht ein Thema der Leitstelle. In dem Moment, wo aber ein interaktiver Vorgang passiert, dass also der Bürger nicht nur sich darüber informiert, sondern gleichzeitig mit diesem Stab darüber kommuniziert, wird es mit einmal wieder ein Thema für die Leitstelle. Ja, das als Beispiel dort. Facebook-Partys. Jetzt haben wir mal ein Thema BAO, AAO. Wer von Ihnen aus der Polizei recherchiert heute im Internet nach diesen berühmt-berüchtigten Facebook-Partys? Kurz eine Erläuterung dazu, bevor Sie mir die Frage beantworten. Also in der Regel, die tun ein Event, posten die Jugendlichen oder wer auch immer. Und viele machen dort den Fehler und tun den öffentlich machen, also das Event öffentlich machen. In dem Moment, wo es öffentlich ist, ist es für jeden lesbar. Man kann bei Facebook das einstellen, auch bei den meisten Medien, ob man das nur eine geschlossene Gruppe postet, diesen Eintrag, oder ob man es öffentlich macht. In dem Moment, wo man es öffentlich macht, lesen das sehr viele. Und das ist ja in den letzten Jahren hochgekommen. Ne? Vorher im Netz falsch eingetippt, hinterher haben die Kollegen vor Ort das Problem und müssen sich dort mit diesen Personen rumärgern. Wer nutzt das heute schon? Wer recherchiert im Internet, gerade im Zusammenhang mit BAO, nach Facebook-Partys? Okay, ist also auch ein Thema. Das ist mal ein Beispiel einer Social-Media-Monitoring-Seite. Das heißt, wenn Sie heute, es gibt verschiedene Tools auch im Internet, da können Sie gezielt nach Stichworten in Social Media suchen. Das kann man aber niemandem anbieten, weil... Hier können Sie ihn komplett abstellen, der hat ganz nach nichts mehr zu tun, als in diesen Medien nach diesen Hashtags, das sehen wir hier oben, was die eingetragen haben. Ne? Das sind diese Hashtags und dann rast er ja durch, hier sieht man das auch mal, das sind also dann als Hyperlinks so unterlegt. Ne? Das macht natürlich keinen Sinn. Beispiel, wie wir es heute teilweise schon in Leitstellen haben, ist das Thema Videoüberwachung. Ne? Falls jemand hier ist aus Duisburg von der DVG, nehmen Sie es mir nicht übel, aber das Bild war frei, das konnte man verwenden. Es gibt viel, viel schlimmere Leitstellen, wo noch mehr Monitore sind mit noch mehr Videoüberwachung. Ich frage mich jedes Mal, wer ist in der Lage, permanent diese Videokameras zu überwachen? Ja? Sowas macht man heute anders, nämlich mit Motion Detection.
Das heißt, softwareunterstützte Videoüberwachung, die also, wo die Software das System erkennt, da ist etwas passiert, da hat sich etwas bewegt, was nicht normal ist. Ja? Also wirklich einen Filter setzen, dass man sagt, hey, der gehört da jetzt nicht hin, der hat sich bewegt und genau in dem Moment wird es angezeigt und dann kommt auch die Warnung hoch. Und genau das Gleiche ist also auch das Thema, wie bekomme ich also die Information vernünftig A in die Leitstelle und B, wie filtere ich sie auch? Weil wir haben ein paar Risiken an der Stelle. Wir haben die jetzt mal aufgeführt. Das erste Thema ist Informationsflut. Ja? Wenn wir vorhin gesehen haben, 52 Tweets zum Thema Hurricane, 49.000 Videos, 250.000, ne? Und 49.000. Ist ja Wahnsinn. Wer kommt mit dieser Informationsflut zurecht? Das zweite Problem, es handelt sich ja hier nicht um einen Notruf im klassischen Sinn, ja? Oder eine Information, eine autorisierte Information. Wir müssen also immer davon ausgehen, dass ein Teil der Nachrichten auch gefälscht sein kann. Ja? Also gefälschte Informationen. Wie gehen wir mit gefälschten Informationen um? Und das dritte ist natürlich, in dem Moment, wo ich in einer Leitstelle Social Media nutzen will, benötige ich zwangsläufig einen Zugang zum Internet, also auch physikalischer Art. Das sind also die Risiken. Wie gehen wir damit um? Auch dafür gibt es Modelle, dafür gibt es Architekturen. Unser Lösungsansatz ist also der, fangen wir mal bei dem ersten an, der Hackerangriff, der klassische Hackerangriff. Ich muss also mein System schützen. Ich muss es schützen vor kompromittierenden Angriffen von außen. Sowas gibt es, solche Systeme. Das ist also nicht das Problem, es ist technisch lösbar. Und das zweite Thema ist, ich brauche natürlich ein System, was heute zum einen diese Medien abgrast, sogenannte Social Media Miner. Das sind Systeme, die gibt es schon mehrere Jahre, die werden nämlich in professionellen Callcentern eingesetzt. Ne? Große Marken, ob das Coca-Cola ist oder die Allianzversicherung, die scannen heute diese Netze ab auf ihren Markennamen hin und kontrollieren, ob es da irgendwelche negativen oder so positiven Berichte gibt, auf die reagieren müssen. Das heißt, das Unternehmen kontrolliert das Netz auf diese Hashtags hin und tut entsprechende Reaktionen dort vornehmen. Das heißt, ich habe also hier die Möglichkeit der vollautomatischen Suche auf der einen Seite mit meinen Text, die ich dort eintrage und natürlich das gezielte Filtern. Ne? Also alles, was ich nicht benötige, was nicht wichtig ist, filtere ich dort raus. Ich will ja nur die Informationen, die für meine Lage oder für den Einsatz wichtig sind. Und das Ganze kopple ich dann mit dem Einsatzleitsystem. Und jetzt ist nämlich genau das, rückkoppelnd auf das Eingangsbild. Ich habe in meinem Einsatzleitsystem die für mich notwendigen Informationen stehen. Gleichzeitig dieses System kommuniziert nur mit dem, und dieses wiederum nur mit dem. Und das jetzt hier arbeitet also als Proxy. Das heißt also nicht, der Media-Miner greift direkt jetzt auf YouTube oder Facebook zu, sondern hier der Proxy, der hier drin sitzt, um auch hier die Kommunikation abzusichern an der Stelle. Sie können sich das vorstellen, dass es also quasi hier quer durch wie so eine Trennwand gibt, ähnlich wie so ein Optokoppler, dass es also nicht möglich ist, dass jemand von außen direkt bis hierher durchgreift, weil das wäre der Super-GAU, das wollen wir nicht. Das ist also dort der Ansatz. Das ist der erste Ansatz von der technischen Seite her. Wie würde sowas denn live nachher in der Leitstelle aussehen? Wir haben uns also auch Gedanken gemacht. Und das Einzige, was also wirklich sinnvoll ist, ist das eine, dass wir A, die Informationen filtern, Punkt 1, und B, und jetzt kommen wir wieder zu einer schönen Sache, die wir heute auch schon quasi umsonst mitbekommen, diese Smartphones haben in der Regel GPS-Sensoren drin. Und die meisten Apps, die es da gibt für die verschiedenen sozialen Medien, greifen auf diese GPS-Informationen zu und posten die automatisch mit raus. Das heißt, sie bekommen nicht nur die Informationen zu irgendetwas, sondern sie bekommen automatisch den Standort gleich mitgeliefert, quasi frei Haus. Das würde also dann bedeuten, das macht wirklich Sinn im Rahmen eines GIS-Systems, ne? Noch mit Farben dargestellt, in dem Fall rot. Ne? Und erst wenn, ne? Und dann kann man also Filter einstellen, dass man also sagt, okay, ab einer bestimmten Schwelle glaube ich, dass die Information stimmt. Wir haben mal hier so ein fiktives Beispiel. Im Bahnhof hier in Köln, ne? Also eine Messerstecherei, ne? Auf der einen Seite die Tweets, die also jemand da reintippt, ne? Und B, eventuell, es gibt ja heute wirklich Verrückte, die filmen ja sowas auch noch und dann laden die das auf YouTube hoch. Also so würde das dann quasi praktisch mal aussehen. Also von Ihrem System her ändert sich nichts, Sie nutzen weiterhin Ihre Systeme, die Sie heute schon haben, die werden bloß mit zusätzlichen Informationen von außen gefüttert. Kurz zur Zusammenfassung. Was haben wir für Möglichkeiten, also was sind die Chancen des Ganzen? Wir können schneller reagieren, ja, das haben wir vorhin gezeigt mit diesen Anrufen. Wir können aktueller reagieren, weil wir haben mehr Informationen, die also von Dritten in die Leitstelle reingepusht werden.
Und wir können, das war das Beispiel jetzt der Facebook-Partys, wir können vorausschauender reagieren, weil wir wissen Informationen über Dinge, die irgendwann in der Zukunft passieren werden. Wie sieht denn die Zukunft Ihrer Leitstelle aus? Die Frage sollte man sich auch mal stellen und mal jetzt mal aus der personellen Sicht heraus. Das Personal, hoffe ich, wird immer jünger. Und wenn wir uns das nochmal anschauen, diese Kurve hier, na, die verschiebt sich ja jetzt. Na? Je älter die werden, umso mehr verschiebt sich die Anzahl der User, die also mit diesen Systemen heute schon arbeiten, die quasi auch damit aufgewachsen sind und auch in Zukunft arbeiten wollen. Wir haben in anderen Branchen in der Industrie heute das Problem der sogenannten Digital Natives, genau, der Digital Natives, das heißt, das sind junge Leute, die erfordern oder die erwarten einfach heute von ihrem Arbeitgeber, dass sie mit Systemen arbeiten können, die sie aus ihrem Konsumerumfeld bereits kennen. Ja, vielleicht so Stichworte wie Bring Your Own Device, ne? Also mit dem Smartphone die E-Mails lesen, die Dienstlichen und solche Sachen. Das heißt, diese Entwicklung wird auch vor den Leitstellen nicht Halt machen und genau diese Leute kennen sich auch mit solchen Systemen wiederum aus und können auch damit entsprechend umgehen. Ja? Das heißt, das Thema jüngeres Personal und andere und modernere Arbeitsabläufe. Ich will jetzt nicht sagen, dass die Arbeitsabläufe, wie wir sie heute in Leitstellen haben, schlecht sind, aber die werden sich auch in Zukunft etwas anpassen müssen, ganz einfach, weil die Welt herum um uns sich weiterdreht und auch die Bevölkerung anders tickt. Gut, das von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und diese Zeit. Und jetzt stehe ich Ihnen für Fragen gern zur Verfügung.